Willkommen zum Trading Video Part 2. Ich bin Ars Drake und das ist mein Kanal. Dieses Video soll zeigen, wie es aussieht, wenn man ein größeres Schiff zur Verfügung hat als die Avenger Titan. Wie in meinem Part 1 Video. Und was man für sich aus dem Handel herausholen kann. Ich werde über die Punkte in dem Video sprechen, auch wenn das Video 8 Minuten 50, lang ist, oder etwas mehr als 8 Minuten. Werde ich auch nicht komplett darüber reden, sondern wie in meinem ersten Video die restliche Zeit einfach euch überlassen, dass ihr euch angucken könnt, was auf den Terminals sich alles abspielt. Dass ihr auch sehen könnt, dass ich keinen Mist erzähle. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, findet ihr es rechts oben unter den Infos. Meine Route, die Ware, ist dieselbe wie in dem Add-on-Video, was ihr auch da oben finden werdet. Hier habe ich das Video auf den, habe ich für das Video auf den Patch Reset gehofft, den wir bekommen haben. Und zwar auf zwei Punkte hinzuweisen, das aber zu passender Zeit. Mein Startkapital betrug 35.000 Credits, sagt man die Güter dieselben wie in dem Endorden-Video. Am Ende reden wir über den Gewinn, den ich gemacht habe und die Zeit, die ich unterwegs war. Auf dem Weg zur ersten Haltestelle habe ich das Vergnügen gehabt, in eine Kontrolle der Systemsicherheit zu geraten. Falls ihr sowas noch nicht hattet, genießt die Szene. Hierbei werdet ihr aufgefordert, anzuhalten und den Scan abzuwarten, bevor ihr weiterreisen dürft. Nun kommen wir aber zum ersten Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Beim Kauf an der ersten Haltestelle von Distilled Spirits reicht mein Kapital nicht für eine volle Ladung. Auch wenn ich einen Gewinn gemacht habe nach dem Verkauf meiner Supplies bei der ersten Stelle, kommt nicht genug rüber, um den Laderaum voll zu machen. Also hier nochmal ein Sicherheitshinweis, den ihr beachten solltet. Solltet ihr aus irgendeinem Grund eurem Schiff reclaimen müssen, während ihr auf einer Handelstour wart, verliert ihr komplett die Ware. Das heißt, damit ist auch euer Geld weg. Also investiert nicht alles in einen einzelnen Flug, auch wenn ich jetzt diesen Video hier gemacht habe, was ihr später auch sehen werdet, und riskiert dabei euer gesamtes Kapital zu verlieren. Lasst lieber ein bisschen Reserve, fliegt am Anfang lieber mit halbem Kapitaleinsatz, bis ihr Kapital aufgebaut habt, um auf die sichere Seite zu kommen. Der zweite Punkt, um den es mir geht, ist die Handelsroutenplaner, also die Seiten, auf denen ihr eure Handelsrouten planen könnt, rechnen immer mit vollen Laderäumen. Jedoch ist es so, wenn ihr an irgendeiner Station, an irgendeinem Terminal einkaufen seid, das auch in diesem Video bei Coup-de-Or der Fall sein wird, kann es passieren, dass nicht genug Ware vorhanden ist, um den Laderaum voll zu machen. Also genießt oder benutzt bitte den Hinweis über den Gewinn, den ihr während einer Tour machen könnt, immer mit Vorsicht. Das kommt natürlich jetzt auch gleich zu dem Punkt, ich habe es geschafft, in einer Stunde, besser gesagt in ca. 40 Minuten, eine Tour zu führen. Dabei habe ich 11.647 Credits gemacht, weil, wie gesagt, nicht genug Kapital war, um einmal den Laderaum zu komplettieren. Spirits, beim zweiten Mal nicht genug Agricium da war, um den Laderaum voll zu machen auf der Rücktour nach Port Olisar. Wieso nicht zwei Flüge in der Zeit? Obwohl ich das ja mit der Avenger Titan geschafft habe, in einer Stunde zwei Touren zu machen. Obwohl auch da zu erwähnen ist, dass die Gewinneinnahme nicht so hoch ausgefallen ist wie hier. Das ist relativ einfach. Große Schiffe in Atmosphärenflug sind träge und wenn ihr nicht das Schiff beschädigen wollt bzw. zerlegen wollt im Landeanflug, solltet ihr vorsichtig sein. Der Avenger Titan ist ein kleines wendiges Kurierschiff. Einfacher zu handhaben, schneller abzubremsen und dadurch kann man wesentlich Zeit bei Landeanflügen. Bei größeren Schiffen
Solltet ihr euch immer der Gefahr bewusst sein, hart aufzusetzen, Fäden am Schiff zu verursachen, beziehungsweise das Schiff dabei zerbrechen zu lassen. Deshalb auch da bitte die Vorsicht genießen, das nicht übertreiben. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Handeln, schreibt das bitte in die Kommentare unter dieses Video. Da überlege ich mir noch ein zweites, drittes Video darüber zu machen, beziehungsweise beantworte es in den Kommentaren, wenn es jetzt größer wird. Ich hoffe, das Video hat euch ansonsten gefallen. Wenn ja, abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch und klickt auf die Glocke, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal, AS Track. Ansonsten genießt das Rest des Videos, um alle weiteren Informationen auch noch zu bestätigen, die ich genannt habe.